Es gilt für uns jetzt, rasch ein Fehlurteil aus der Welt zu schaffen und einem Monsieur gerecht zu werden. Und wir erledigen das eine gleich durch das andere. Das Fehlurteil lautet dahingehend, das Nobelpreiskomitee würde seit 2016, also seit der Ehrung Bob Dylans, falsche Entscheidungen treffen. Und das neueste Vergehen der schwedischen Akademie bestünde darin, sich beim Zeitgeist anzubiedern. Inwiefern? Nun, die Akademie hat dem tansanisch-britischen Romancier Abdulrazak Gruna den Preis zuerkannt für, so die Begründung der schwedischen Akademie, Abdulrazak Grunas kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals der Flüchtlinge in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Naja, diese Begründung mutet auf den ersten flüchtigen Blick tatsächlich politisch an. Sie lässt Abdulrazak Gruna als widerständig postkolonialistischen Schriftsteller darstellen. Was Abdulrazak Gruna allerdings nur auf eine sehr, sehr eigensinnige Weise ist. Zudem glauben manche, Abdulrazak Gruna allen Ernstes den Vorwurf machen zu dürfen, er habe doch noch nie einen Preis erhalten. Seine Bücher seien weitgehend vergriffen, um daraus dann zu schließen, dass er kaum das Zeug zum Nobelpreisträger haben könne. Dieser Vorwurf bestätigt aufs Schlimmste das Bild, das man vom kolonialistischen Westen haben kann, womit der Westen nicht vertraut und was ihm fremd, was anders ist, lehnt er ab. Auch wenn er es gar nicht kennt. Noch einmal erfährt Abdulrazak Gruna durch Glossen und Kritiken zur Nobelpreisverleihung jene Ausgrenzung, die einst den Postkolonialismus ins Leben rief. Man hätte auf Abdulrazak Grunas Ehrung ja auch wirklich genau umgekehrt reagieren können, zum Beispiel endlich mal ein Nobelpreisträger, den ich entdecken kann. Warum genau hat Abdulrazak Gruna bislang keinen anderen Preis erhalten als diesen? Den Preis aller Literaturpreise. Und warum sind seine Werke im englischen Original wie in Übersetzung vergriffen? Antwort: Gerade weil diesem Abdulrazak Gruna jene Weltanschaulichkeit fehlt, die nicht bloß bei vielen postkolonialistischen Theoretikern zur ideologischen Vereisung geführt hat. Abdulrazak Gruna kommt von der Peripherie, den Rändern her, aus jenem marginalisierten, uns Europäern unbekannten Draußen, von dem in der postkolonialistischen Theorie immerzu die Rede ist, doch vereinnahmen lässt er sich nicht. Er hat nicht vor, seine Berufung, die Berufung zum Romanciers ist, dem Verwandten dieser Erde, Marxismus, France Fanons zu opfern, hat nicht vor, neuerdings gendergerecht zu schreiben, er schreibt sie stur nach seiner Fasson. Er wünscht sich auch nicht, wie gegenwärtig manch ratloser Soziologe, gleich eine völlig neue Gesellschaftsform für überall auf der Welt herbei. Fordern, weiß Abdulrazak Gruna, kann man ja vieles in dem Bewusstsein und mit der heimlichen Hoffnung, dass davon, was man fordert, nichts Wirklichkeit wird. Abdulrazak Gruna fordert überhaupt nichts. Er erzählt. Er steht zwischen den Fronten, steht ganz allein für sich und steht mit seinem Werk doch zugleich für mehrere Kontinente und Kulturen ein. Bei ihm finden sich Joseph Conrad, Thomas Mann, Gabriel Garcia Marquez, Günter Grass, Salman Rushdie, wie auch J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe und die Brautleute, Alessandro Manzonis. Selten hat ein Preiskomitee eine derart weltläufige, eine wirklich kosmopolitische Entscheidung getroffen. Die skandalöse Frage, ob er den Preis denn verdient hat, demonstriert die ganze Not unserer kulturellen Provinzialität, mehr noch als der Sturm engstirniger Kommentare zur Nobelpreisehrung von Bob Dylan und Olga Tokarczuk. Mit den vornehmlich marxistischen Theoretikern des Postkolonialismus, die sich zu Abdulrazak Gruna entweder verhalten oder skeptisch äußern, weil sie sich als Nobelpreisträger einen der ihren gewünscht haben,
etwa Nugungi Bogiongo. Nun, mit ihnen sollte man nachsichtig sein. Sie haben es schwerer, als sie selbst zugeben wollen, was einmal als notwendige geisteswissenschaftliche Perspektive daherkam und was einmal eine neuartige Literatur von Alessio Carpentier über Gabriel García Márquez bis zu Salman Rushdie zwingend zu beschreiben half, verabschiedete sich mit Begriffen wie Hybridität, Differenz, Pluralität und das andere in die Abstraktion. Debatten schufen meist mehr Probleme, als sie zu lösen versprachen. So die Debatte über die Gleichgewichtung von Shoah und Kolonialverbrechen, bei der man sich mit Friedrich Nietzsche fragte, was nützt das? Cui bono? Man bezichtigte sich wechselseitig verfehlter Theorienbildung und eines falschen Bewusstseins. Selbst wer zunächst eine besonnen differenzierte Position eingenommen hatte, schnappte über in die Verallgemeinerung, die von keiner historischen Realität gedeckt war. Und schnappte über ins aktivistische, dabei totalitäre Extrem. Das gesamte Fundament der westlichen Welt sei rassistisch, hieß es verallgemeinernd. Man wünschte sich gar ein Ministerium für Antirassismus, das Politiker überwachen sollte. Jedes gegenwärtige Übel, besonders in der islamischen Welt, schrieb man dem kolonialistischen Erbe zu. Sogar der Hexenglaube, hieß es, sei vom Westen exportiert worden, obwohl jener Glaube, so zum Beispiel in China, schon für die prähistorische Zeit nachzuweisen ist. Mit solchen, übrigens bewussten Fakes, hatte sich die postkolonialistische Theorie ins endgültige Aus navigiert. Anstatt sich etwa der Tatsache zu stellen, dass der Mangel an Demokratie in Saudi-Arabien, Oman oder Iran nicht mit dem Erbe des westlichen Kolonialismus zu erklären ist, da Saudi-Arabien, Oman oder Iran vom Kolonialismus unberührt geblieben sind, zerrte man in einem nicht enden wollenden Prozess Europa vor Gericht. Vor diesem Gericht steht Europa noch heute. Inzwischen wissen Ankläger und Angeklagter schon nicht mehr, was sie einander eigentlich noch sagen sollen. Abdulrazak Gruner nimmt an diesem Gerichtsprozess nicht teil. Seine bislang 10 Romane sind gerade nicht mit dem Satz überschrieben, du böser, spätkapitalistischer Westen, lies mich gefälligst und schäm dich. Grundsätzlich niemand entgeht dem ruhigen, dem höflichen, aber auch abgeklärten, bisweilen kalten Blick dieses Autors. Bei ihm gibt es weder Freunde noch Feinde, die an Hautfarbe oder Konfession oder Weltanschauung zu erkennen wären. Selbst in ihren unschuldigen Momenten verbindet fast alle seine Figuren etwas Überhebliches und immer schon Verstoßenes, ein Hang zu verspielter Grausamkeit, der Drang, andere mit einem süßlichen Lächeln leiden zu machen. Es gibt bei Abdulrazak Gruner einfach nur noch Menschen. Und was das ist, ein Mensch, weiß man nach der Lektüre seines Werks beim besten Willen nicht mehr. Kolonisierte und Kolonialherren wechseln die Seiten. Aus den Ohnmächtigen werden Mächtige. Und die einst Ohnmächtigen, die Opfer, stehen den einst Mächtigen, den Tätern, an Rassismus in nichts nach, wie es Abdulrazak Gruner nach der Unabhängigkeit Sansibars 1964 selbst erlebt hat. Die schwarze Bevölkerungsmehrheit stürzte die unabhängig gewordene Regierung des Sultans, tötete 10.000 Araber und Inder oder trieb sie ins Exil. Abdulrazak Gruner war einer von ihnen. Er ging nach England, lehrte an der University of Kent die englischsprachigen Autoren Afrikas und der Karibik und brachte 2007 das beste Buch zu Salman Rushdie, den Cambridge Companion, heraus, womit er eine Zivilcourage bewies, die kaum einer seiner postkolonialistischen Kollegen an den Commonwealth-Universitäten nach der Fatwa gegen Rushdie aufzubringen bereit war. Trotzdem ist Abdulrazak Gruner, der selbst oft betonen muss, so wie Salman Rushdie, kein Aktivist. Denn Aktivismus und Literatur vertragen sich schlecht. Sie schließen einander im Grunde aus.
Wird man in und durch einen Roman aktivistisch, gefährdet man die literarische, die ästhetische Qualität, da der Roman sich in Aussageeinheiten, programmatische Sätze auflösen lässt und man sich als Leserin und Leser die Frage stellt, warum der Autor anstelle eines Romans nicht ein Manifest geschrieben hat. Ein Aktivist agitiert, appelliert, behauptet, greift ein und dafür simplifiziert er. Ein Romancier breitet erzählend, Schöpfergott gleich eine widersprüchliche, oft fantastische Vielfalt vor uns aus, die auf keinen Begriff gebracht werden kann. Wäre es anders, dann wäre Literatur, so wie der glücklose Philosoph Hegel es sich dachte, lediglich die volkspädagogische Illustration einer Idee und Doktrin zur moralischen Erziehung der imperialistisch verseuchten Leserschaft. Anders gesagt, Pluralität zu bejubeln, das ist das eine. Doch diese Pluralität in ihren Konflikten, in ihren Nöten und in ihren nostalgischen wie utopischen Hoffnungen zu schildern, ist das andere, ist das Schwierige, ist das kaum Machbare, das den Leser erst bereichert, dem Leser erst veranschaulicht, worin er sich befindet, was mit uns geschieht, statt ihn mit Argumenten zu versorgen, die morgen schon wieder veraltet sind. In Paradise, jenem Roman Abdulrezek Grunas von 1998, den das Nobelpreiskomitee in seiner Begründung ausdrücklich nennt, ist diese Pluralität zuallererst Handelsrivalität. Und als die Europäer sich in den Handel auf Sansibar einmischen, sind sie lediglich eine hier willkommene, dort lästige Konkurrenz mehr auf der Jagd nach Elfenbein. Oder sie sind ein monströses Gerücht, sind gespenstisch wie der magisch reiche Europäer auf seinem Magnetberg, der mit den Tieren sprechen kann und sie beherrscht. Ein Mr. Kurtz, der ungenannte Alessandro Manzonis und Sauron in Personalunion. In the dusty Shadowlands of the snow-capped mountain, where the warrior people lived, and where little rain fell, lived a legendary European. He was said to be rich beyond counting. He had learned the language of the animals and could converse with them and command them. His kingdom covered large tracts of land, and he lived in an iron palace on a cliff. The palace was also a powerful magnet, so that whenever enemies approached its fortifications, their weapons were snatched from their scabbards and their clutching hands, and they were thus disarmed and captured. The European had power over the chiefs of the savage tribes, whom he nonetheless admired for their cruelty and implacability. To him they were noble people, hardy and graceful, even beautiful. It was said that the European possessed the ring with which he could summon the spirits of the land to his service. North of his domain, proud prides of lions, which had an unquenchable craving for human flesh, yet they never approached the European unless they were called. Diese Schattengestalt, die sogar die Geister und dann Löwen der Insel Sansibar befehligen kann, bleibt ein bloßes Drohgerücht. Es ist eine groteske Parodie postkolonialistischer Vorstellungen vom bösen westlichen Kapitalismus. So wendet Abdulrezek Gruna verallgemeinernd simplifizierende Theoriebildungen gegen diese Theoriebildungen selbst und entwertet sie. Überhaupt verhält sich in Paradise gegen alle Klischees niemand so, wie zu erwarten wäre. Ein Gebirgsherrscher im Kongo, Shudu, nimmt einheimische Handelsreisende gefangen. Und es ist ausgerechnet ein erschöpfter weißer Europäer, der sie befreit und dem Sklavenhandel im Kongo ein Ende macht. Paradise zerschlägt auch die nostalgische Vorstellung, die Bevölkerung Sansibars, Ost- und Zentralafrikas, hätte vor der Kolonialisierung in einem Paradies gelebt. Und alles, was seit der Revolution 1964 in Tansania und anderen afrikanischen Staaten daneben lief, ging auf den Kolonialismus zurück.
Sklaverei und Sklavenhandel sind, entgegen populärer Meinung, keine westliche Erfindung. Arabische und indische Handelsfamilien beuteten die Insel und das Festland schon seit Jahrhunderten aus, im Großen wie im Kleinen. Und so schenkt in Paradise, im Roman also, ein bankrotter Hotelier seinen Sohn Yusuf, seinem Kreditgeber, dem Großkaufmann Aziz. Yusuf soll für Aziz arbeiten und soll die Schulden seines Vaters begleichen. Ebenso ergeht es der minderjährigen Amina, die sich Aziz neben seiner Gattin, die ihn reich machte, als neueste Eroberung hält. Ob Araber, Muslime, Inder, Hindus, Sikhs, ihr Hass aufeinander hat sich in Paradise, mit Musik gesprochen, zu einer Art Gemeinschaftsgefühl gesteigert. Sie klagen sich wechselseitig der Unzivilisiertheit und Ungläubigkeit an, sind sich aber zumindest darin einig, dass es noch unzivilisierte, Ungläubigere im Landesinneren Sansibars gibt. Stämme, die in ihrer Anbetung von Steinen und Bäumen an Verworfenheit nur mit streunenden Hunden mithalten könnten. Lauernde Hundemeuten, dann Wolfsmenschen sind es denn auch, die Yusuf vor dem Laden seines Onkels Aziz und in seinen Träumen zu schaffen machen. Mit seinem Kompagnon Khalil hält Yusuf nachts vor dem Laden Wache. Und die herandrängenden Hunde werden mit zunehmendem Mond immer kühner. Die folgende Passage muss man im Original hören und dabei nicht alles verstehen. Man überlasse sich einfach ganz Gunas musikalischen Sätzen. Some nights they were plagued by dogs, which roamed the dark streets. The dogs roamed in packs, loping and alert as they scuffled in shadows and thickets. Yusuf was woken by their scuttling paws on the road, and then saw the merciless shapes their bodies took as they ran past. One night he opened his eye from deep sleep to find four dogs standing immobile across the road from them. Yusuf sat up in terror. It was the eyes which frightened him most and shocked him out of sleep. Their glare in the pale light of a half moon was lifeless, expressing only one kind of knowledge. Focused in them, he saw hardened, calculating patience whose object was the emptying out of his life. His sudden movement in sitting up made the dogs yelp and turn away, but they returned the following night, standing silently for a while and then turning away as if to a plan. Night after night they came, their eagerness growing clearer with the swelling moon. Each night they edged nearer, circling the clearing and howling in the cover of bushes. They filled Yusuf's mind with nightmares. His terror was mixed with shame, for he could see that Khalil took no notice of the dogs. If he caught sight of them lurking, he hurled a stone at them, and they ran. If it was near enough, they threw handfuls of dust in their eyes. It seemed that when they came at night, they came for Yusuf. In his dreams, they stood two-legged over him, their long mouths half open and slavering, their pitiless eyes passing over his soft prone body. Wie beim Josef der Bibel und dem Josef Thomas Manns und dem Yusuf im Koran, Sure 12, erweisen sich die Träume als düster prophetisch. Als der Befehle bellende, kadaverhafte deutsche Offizier mit seinen Soldaten, den Askaris, den schwarzen Soldaten im Militär des Deutschen Reichs, seine Sklaven zusammengetrieben hat, läuft ihm Yusuf mit schmerzenden Augen, smarting eyes, verloren wie ein herrenloser Hund hinterher. Er wird sich degradieren, erniedrigen, wird sich, meint er, in einen solchen Askari, einen jener Wolfsmenschen verwandeln, vor denen er sich in seinen Träumen so gefürchtet hat. Seine Familie, die ihn einst weggab, ist längst unauffindbar anderswo, eine Heimat wird es für Yusuf nie geben, weil es diese Heimat schon vor Yusufs Geburt nicht gegeben hat. Hören wir die letzten Sätze, in denen es Yusuf so vorkommt, als würde jemand die Türen dieser Paradiesheimat hinter ihm schließen, als er der Marschkolonne der Askaris
folgt. Now as he watched the obviously degraded hunger of the dogs, he thought he knew what he would grow into. The marching column was still visible when he heard a noise like the bolting of doors behind him in the garden. He glanced round quickly and then ran after the column with smarting eyes. So wird auch aus dem titelgebenden Paradise, Paradies, das man verloren haben und wiedergewinnen könnte, eine mystische, im Roman sogar böse Illusion. Der Garten, den Aziz besitzt und den Yusuf mit dem Paradies im Koran verbindet, erweist sich als Gefängnis, hinter dessen Mauern Aziz seine Frauen sperrt. Wie dem Paradies ergeht es bei Abdulrazak Gruner auch anderen Vorstellungen und Begriffen der Identität und der Authentizität. Identität erscheint bei Abdulrazak Gruner als etwas von außen aufgezwungenes, gemeines. Die Idee von kultureller Authentizität ist für ihn unnötiger, unfasslicher Ballast, unverständlich. Sind ihm all jene, die von der Essenz dessen besessen sind, was es bedeutet, afrikanisch oder westlich oder was auch immer zu sein. Abdulrazak Gruner ist ein Migrant, der keinen Boden hat, auf dem er steht, bis er ihn sich immer wieder aufs Neue erfunden hat. Authentizität existiert für ihn nicht. Für ihn existieren nur Kulturen und Kontinente unter wechselnder Herrschaft, die sich jedoch in Gestalt von Literatur und in Gestalt literarischer Elementargeister in seinem reichen, eben auch anspielungsreichen Werk versammeln und die zu Weltliteratur werden, auf der allein man so etwas wie eine Heimat gründen kann.